Guten Morgen, nochmal leicht verspätet zum heutigen JFD Live Trading TV zum DAX. Wir wollen heute kurz nach 11 mal hier wieder auf den Index schauen, nachdem es die letzten Tage recht ruhig war hier in Sachen Videos und in Sachen Traffic. Nichtsdestotrotz hat sich der Markt natürlich exorbitant bewegt, wie das manchmal so ist. Ich denke, am Montag, Dienstag hätte man hier fast schon im 15-Minuten-Takt Sendungen machen können. Heute der Markt dahingehend ein Stück weit ruhiger, also hier nicht mehr ganz so in wilder Action, aber was Fakt ist, die Ranges sind hier enorm ausgebrochen beim DAX und beim indikativen DAX, also Xetra DAX rechts und indikativen DAX links hier im M15 mal zu sehen. Ganz klar, wir haben hier im Schnitt Ranges zu erwarten, die hier über 300 Punkte am Tag liegen, mit Blick auf die letzten 14 Tage, und das betrifft natürlich insbesondere die Schwankungen der letzten Tage. Solche Bewegungen waren wirklich einzigartig. Grundsätzlich hat der DAX natürlich hier eine Art Turnaround geschafft nach dem Ausverkauf vom Montag und stellt sich sicherlich zu Recht die Frage, wie sind denn hier die Potenziale auf der Oberseite denn tatsächlich gesegnet? Wir werden wahrscheinlich morgen dazu auch noch eine Analyse bringen, denn Sie hatten sicherlich auch noch vor der kleinen Abstinenz in dieser Woche am vergangenen Freitag die Analyse zum DAX wahrgenommen und Schrägstrich auch dem S&P 500. Hier sind wichtige Levels gerade beim DAX verteidigt worden. Beim S&P 500 schaut es dann noch ein Stück weit kritischer aus. Das gilt es eben jetzt mal hier im weiteren Verlauf auszuwerten, und das werden wir auch heute Schrägstrich morgen die Tage dann auf jeden Fall nochmal unter die Lupe nehmen. Zum DAX aber jedenfalls hier über dem Vortageshoch unterwegs. Das ist rein technisch schon mal eine gute Voraussetzung. Sowohl hier links auf der indikativen Seite hier gut 100 Punkte über dem gestrigen Tageshoch und hier beim Xetra DAX eine ähnliche Situation, da wir hier mit dem Upgap von heute Morgen auch auf hohem Niveau verweilen. Rund oder rein technisch gesehen haben wir hier weiteres Potenzial bis in den Bereich von 10.500 Punkten, wenn hier die Ranges weiter ausgereizt werden. Das schauen wir uns jetzt aber mal hier im Guidance Tool an. Hier sehen wir übrigens die aktuelle Wochenkerze nach dem Ausverkauf der letzten Woche. Hier jetzt der Turnaround. Sie erinnern sich hier an Oktober. Da gab es auch nach einem starken Abverkauf, verhältnismäßig stark, nichts im Vergleich zur Bewegung der letzten Woche, Schrägstrich hier vom Wochenauftakt. Aber es gab dann hier praktisch eine Hammerkerze. Und zweifelsfrei ist das jetzt hier eine Art Hammerkerze, wobei der Kerzenkörper ein Stück weit groß ist, aber es zeigt sich, dass hier die Käufer unterhalb von 10.000 Punkten zuschlugen und hier die Niveaus in Richtung 9.000 ja beinahe schon zum Einsammeln nutzten. Mit Blick auf den Tagesschart ist die Situation die, dass wir hier eine Art V-Umkehr gerade sehen, und ähnlich wie im letzten Oktober muss man eben jetzt auswerten, wie weit gestaltet sich hier dieser Auftrieb. Eine V-Umkehr zu erwischen ist hochspekulativ, denn wenn man hier reingeht in so einen Sell-Off, kein Mensch kann sagen, wann der genau punktuell endet. Mit dieser Erholungskerze vom Dienstag zweifelsfrei möglich, hier mit engeren Stops dann auf eine weitere Erholung zu spekulieren. Aber die Tendenz, dass natürlich hier eine weitere Trendfortsetzung stattfindet und nicht so eine V-Umkehr, muss man natürlich immer einkalkulieren. Hier auf Tagesbasis ist hier zunächst aber zu sehen, dass nach dem Ausverkauf hier vom Montag in der im Vorgang natürlich die Schwäche der letzten Woche, hier jetzt Dienstag, Mittwoch und heute die Bullen einen Versuch starten, hier weiter zu kontern, und das hat hier schon eine Art V-Manier. Letztlich haben wir hier diesen Abwärtstrend von August herleitend, hier von Anfang August. August ist ja sowieso klar. Und da sehen wir hier, dass wir da aktuell gerade eine Attacke starten. Zudem Wochenpivot 10.372, das wird wichtig sein, wenn wir hier in diesem Bereich sind, um 10.372, 10.400, was der Index dann an diesem Niveau exakt vollzieht. Denn wenn es hier zu einem weiteren Anstieg kommt, dann muss man sich darauf einstellen, dass hier dieser Widerstandsbereich, den muss man ein Stück weit zusammenstauchen, um knapp über 10.625 Punkten hier seinen Einhalt findet. 10.650, herleitend hier aus den Tiefs vom Juli, hier mit dem Durchbruch, hier mit dem Start vom 20.8., dann definitiv der Ausverkauf, und das wäre jetzt hier ein erstes Ziellevel, auch die Marke von 10.600, wenn denn der Aufwärtsschub weitergeht. Also 10.500 wären rein technisch möglich, rein vom Daily Range Potenzial, und darüber hinaus wäre hier bei 10.6, schleicht sich auch der EMA 20 auf Tagesbasis ran, ein theoretisches Ziel für den Index im Sinne einer V-Erholung. Ja, das muss man so auf der Pfanne haben, dann hätte der Index hier zumindest schon mal ein schönes V-Reversal vollzogen. Es könnte dann hier nochmal leichte Retracement-Rücksetzer geben, um dann möglicherweise hier in Richtung der wirklichen Widerstandszone 10.350, 10.400
Punkten anzusteigen. Das wäre eine Annahme, die man hier durchaus fahren könnte, vorausgesetzt eben die Bullen starten hier weiter durch. Faktisch ist der Markt aber natürlich ganz klar angezählt. Faktisch sind wir saisonal vor einer Phase, die hier wenig überraschend, und jetzt haben wir hier noch den Euro-Dollar drin, der hier gerade im Sinne der negativen Korrelation hier eine Aufwärtstendenz vor sich hat. Und was sagt uns hier die Saisonalität beim DAX? Natürlich ein entgegengesetztes Bild. Zunächst eher seitwärts, aber insbesondere im September, und das wissen Sie, wenn Sie die größere Analyse gelesen haben. Es steht hier eigentlich noch eine größere Korrektur bevor, was hier so einen starken Erholungsimpuls in V-Manier hier ein Stück weit aus meiner Sicht relativiert. Erscheint mir es hier so, als würde der Index durchaus nochmal Luft schnappen können. Möglicherweise gibt es hier nochmal eine Antäuschung in Richtung weiterer Hochs, aber man muss hier definitiv auf Umkehrpunkte warten, die den Markt dann sicherlich hier auch relativ schnell wieder umkehren lassen könnten, weil technisch ist hier viel Porzellan zerschlagen. Also es ist die Gretchenfrage, ob das hier schon reicht, die Rücksetzer im zweistelligen Bereich. Keine Frage, der DAX hat hier ordentlich korrigiert seit seinem Allzeithoch. Rein technisch würde das auf jeden Fall genügen, um hier sozusagen wieder die Bullen aufs Parkett zu holen. Aber wie gesagt, rein saisonal sind wir hier in einer kritischen Situation, und auch die Amerikaner haben hier noch deutlich Luft nach unten, und das dürfte natürlich den DAX rein technisch hier auch zu einer weiteren Schwäche führen. Das kann man nicht ausschließen. Also ich sehe hier, Moment, das müssen wir vielleicht noch ein Stück weit unterscheiden, Chancen, dass die Erholung weitergeht. Dass das allerdings natürlich hier reicht, dass wir neue Allzeithochs machen, denke ich eher nicht aus aktueller Sicht. Zu präferieren wäre früher oder später dann nochmal ein Move nach unten, sogar mit neuen Tiefs, der dann hier sozusagen auch den letzten Bullen vom Parkett holt, um dann mit Blick auf die nächsten, ja, Monate sogar viel mehr, dann zum Ende des Jahres hier dann doch wieder eine größere Erholungswelle einzuleiten. Denn übergeordnet sind wir hier in einem Bullenmarkt, und das wird sich auch nicht ändern, meines Erachtens. Aber Rücksetzer sollte man hier weiter einkalkulieren. Und insbesondere, wenn die 9,8 fällt, die 9, also 10.000 klar fällt auf Wochen-Monatsbasis, wenn es dazu nochmal kommt, dann kann das hier auch noch eine zähere Korrektur werden. Das muss man eben, wie gesagt, dann punktuell vom Markt beobachten. Technisch, wie gesagt, sind die Bullen jetzt hier am Werk, V-Reversal weiter möglich. Je früher natürlich der Markt wieder abkippt, und da orientieren Sie sich ruhig am Level von 10.050, 10.000 Punkten. Das ist nicht nur eine psychologische Marke, sondern eben auch eine Marke, wo der Markt wirklich drauf schielt, wenn wir wieder in den fünfstelligen Bereich, vielmehr vierstelligen Bereich wieder eintauchen, also unter 10.000 Punkte gehen, dann wäre hier sicherlich wieder ein Stück weit Angst am Markt, und die wäre technisch dann so durchaus ein Anlass, dass wir hier doch nochmals unter die letzten Tiefs zurücksinken. Insofern scheint mir hier noch nicht alles in Glückseligkeit, wenn ich das mal so sagen darf. Wir werden heute Nachmittag nochmal die US-Amerikaner bewerten, um dann sozusagen da auch nochmal das Bild zusammenzufügen. Zudem gibt es natürlich dann morgen auch noch wieder einen großen Check zu der Situation, auch auf Big Picture Basis. Das ist zurzeit meines Erachtens unerlässlich. Intraday gibt es sicherlich viel zu fischen, gerade bei den großen Ranges. Insofern wünsche ich Ihnen Glück, dass Sie auf der richtigen Seite stehen. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch viel Spaß und auf bald, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.